Um nun mit der Zeichnung zu beginnen, wollen wir uns zunächst ein Raster aus Konstruktionslinien zeichnen, um Höhen und Breiten aus den bereits vorhandenen Zeichnungen abgreifen zu können. Hierfür wechseln wir in den Layer Hilfslinie. Nun können wir im Reiter Start mit einem Klick auf das Pfeilchen unter Linie die Konstruktionslinie auswählen. Alternativ geht dies auch über den Befehl Konstruktionslinie oder am schnellsten über den Shortcut KL. Diese Funktion können wir nutzen, um Ordner für alle relevanten Breiten und Höhen anzubringen. Sollte AutoCAD bei euch nicht wie bei mir die Ecken hervorheben und greifen, könnt ihr in der unteren Zeile nochmal überprüfen, ob ihr den Objektfang aktiviert habt. Auch kann es hilfreich sein, hier den Automodus anzuschalten, um wirklich rechtwinklig zu arbeiten. Nun können wir an allen sinnvollen Punkten Konstruktionslinien anbringen. Schneller geht dies allerdings, wenn wir eine bereits gezeichnete Konstruktionslinie mit dem Befehl Kopieren kopieren. Diesen Befehl finden wir entweder hier oben im Reiter unter Ändern oder am schnellsten mit dem Shortcut KO. Nun können wir die Ecke anklicken, die wir als Basispunkt nehmen wollen, und nun die Konstruktionslinie der Reihe nach kopieren. Dies können wir nun auch für die horizontalen Konstruktionslinien wiederholen. Hier bitte bedenken, auch den inneren Fußboden als Höhe mit abzugreifen. Die Hilfslinien müssen am Ende nicht gelöscht werden, auch wenn sie jetzt hier übers ganze Blatt gehen. Sie liegen auf einem Layer, der später im Druck nicht mit exportiert wird. Da nun hier die Konstruktionslinien über den eigentlichen Elementen liegen, möchte ich kurz etwas zur Zeichenreihenfolge erklären. Wir können durch das Aufziehen eines Rahmens alle Konstruktionslinien auswählen. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis zum Auswählen. Wenn wir unseren Auswahlrahmen von rechts nach links aufziehen, werden alle Teile, die vom Auswahlrahmen geschnitten oder berührt werden, in die Auswahl mit reingenommen. Wenn wir unseren Auswahlrahmen von links nach rechts aufziehen, werden nur Teile in die Auswahl mit aufgenommen, die komplett in diesem Rahmen inbegriffen sind. Hier im Ändern-Dialog finden wir nun die Möglichkeit, diese Linien nach ganz unten zu legen, wodurch die eigentlichen Zeichnungselemente wieder besser zu sehen sind. Als erstes Element wollen wir hier die geschnittene Deckenplatte zeichnen. Da wir die Höhen gegeben haben, sind die einzigen Maße, die uns fehlen, die Breite dieser seitlichen Aufkantung. Diese können wir mit dem Tool Abstand mit zwei Klicks messen. Der Kurzbefehl hierfür ist AB. Auch ein hilfreiches Tool ist das Schnellmessen. Der Shortcut hierfür ist BEMGEOM. Hier werden uns alle horizontalen und vertikalen Maße angezeigt. Da wir nun wissen, dass die Aufkantung 20 cm oder 0,2 Zeicheneinheiten groß sein soll, können wir mit dem Zeichnen beginnen. Hierfür wechseln wir in den Layer Schnitt Dick. Statt mit vielen Einzellinien und dem Befehl Linie zu arbeiten, wollen wir mit Polylinien arbeiten. Der Befehl hierfür ist PL. Alternativ findet man es auch hier unter dem Reiter Linie Polylinie. Nun können wir beginnen. Auch hier greifen wir uns wieder eine Ecke und können nun mit Punkt 2 die soeben gemessenen Maße eingeben. Die 0 vorm Komma muss nicht mitgeschrieben werden. Nun stehen wir vor einem ersten Problem, dass wir nicht wissen, wo wir hier hinten aufhören, da wir hier das Maß nicht abgreifen können. Zunächst beenden wir diese Linienzeichnung und beginnen eine neue. Zeichnen nun von der unteren Ecke und können auch hier wieder das Maß Punkt 2 eingeben. Wenn wir nun die vorhergezeichnete Linie nehmen, können wir nun per Drag and Drop das Linienende auf die Ecke setzen. Nun wählen wir beide
Polylinien aus und können mit dem Befehl verbinden diese beiden zu einer Polylinie zusammenfügen. Da wir gerne schnell und effizient arbeiten, möchte ich noch eine andere Möglichkeit vorstellen, die Deckenplatte zu zeichnen. Hierfür könnten wir uns zunutze machen, dass diese bereits schon einmal vorhanden ist. Nun können wir sie auswählen und wieder mit dem Befehl kopieren, alternativ dem Shortcut KO, auswählen und wieder mit zwei Klicks an die gewünschte Stelle kopieren. Da die Deckenplatte hier für den breiteren Schnitt zu kurz ist, müssen wir das linke Ende noch strecken. Mit dem Befehl Strecken können wir nun das linke Ende auf die richtige Position strecken. Diesen Befehl finden wir entweder im Ändern-Dialog oder über den Befehl Strecken. Nun können wir einen Rahmen über die Seite ziehen, die wir strecken möchten. Hier müssen wir jetzt wieder die Hilfslinien abwählen. Das funktioniert, indem wir die Shift-Taste gedrückt halten. Mit Leertaste oder Enter gehen wir in den nächsten Schritt des Befehls, können nun einen Startpunkt auswählen und das Ende an die richtige Position verschieben.